Hi, ich bin der Stefan von Blackroll. Wir machen heute eine Routine für Brust und Trizeps im progressiven Supersatz. Das heißt, du sparst dir ein bisschen Zeit und ja, hast trotzdem ein super effektives Workout. Alles, was du brauchst, ist ein Loopband, am besten in mittlerer Stärke und ein Superband. Ich nehme heute das Orange. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Mitmachen. Wir starten gleich am Ende der Matte in der stehenden Position. Okay, los geht's mit unserem Warm-up. Komm gleich nach unten mit deinen Händen, wandere nach vorne. Push-up und wieder zurück in die Ausgangsposition. Komm nach unten, wandere nach vorne. Push-up und wieder zurück in die Ausgangsposition. Noch zweimal, einmal nach vorne. Push-up und nach hinten. Ein letztes Mal, wandere nach vorne mit deinen Händen. Und komm nach unten, Push-Up und nach hinten. Steige mit deinem linken Fuß nach vorne, komm in die Ausfallschrittposition. Rechte Hand platzierst du auf dem Boden und dann rotierst du dich nach oben auf. Linke Hand auf dem Boden platzieren und nach rechts aufmachen. Und dann auf beiden Seiten im Wechsel. Linke Hand auf dem Boden und nach rechts aufrotieren. Rechte Hand auf dem Boden und nach links aufrotieren. Seiten wechseln. Komm mit deinem rechten Fuß nach vorne. Ausfallschrittposition, linke Hand auf dem Boden und öffne dich. Rechte Hand auf dem Boden, öffne dich nach links. Linke Hand auf dem Boden und öffne dich zur anderen Seite im Wechsel. Sind wir immer noch in unserem Warm-up. Ein letztes Mal noch. Und dann schnappst du dir einmal das Loopband. Du nimmst es dir um deine Hände, nicht um deine Füße, wie ich es gerade mache, sondern du nimmst es dir um deine Arme, knapp oberhalb der Ellenbogen, Bereich der Oberarme. Und dann machen wir gleich Mountain Climber. Im kleinen Fenster siehst du es bereits eingeblendet. Sehr cool. Wir bringen unsere Herzfrequenz mal so richtig nach oben, damit wir auch warm werden. Wir sind immer noch im Bereich des Warm-ups. Rumpfmuskulatur ist fest angespannt und dann ziehen wir abwechslungsweise linkes und rechtes Bein fest, schnell zum Körper. Kennst du wahrscheinlich. Noch 10 Sekunden, gib nochmal Power rein. 5, 4, 3, 2, 1. Perfekt. Dann starten wir gleich rein. Wir brauchen für unsere erste Übung im Bereich des Workouts eine Möglichkeit, um unser Superband zu befestigen. Ich nehme hier den Blackroll Hook, der kann man ideal in der Tür einklemmen und dann kann man das Band ganz einfach einhängen und dann hat man eine super Möglichkeit, da so zu trainieren. Genau, wir machen das jetzt erstmal auf circa Knöchelhöhe. Du schlaufst mit deiner rechten Hand in das Band, machst eine Faust und kommst in eine Liegestützposition, in eine hohe Plank-Position. Im kleinen Fenster siehst du es bereits. Wir machen einen Liegestütz nach unten und ziehen dann der rechte Arm zum Körper, rechter Ellbogen nach oben. Wichtig ist, die Rumpfmuskulatur anzuspannen, Gesäßmuskulatur anzuspannen und sich richtig schön auch nach oben rauszudrücken. Renegade Push-Ups. Wechsel einmal die Seite. Ich muss mich einmal umdrehen. Und dir den Rücken zukehren. Auch auf der Seite nochmal. Band ist in der linken Hand und zieh's zum Körper. Push-up und nach oben ziehen. Push-up, nach oben ziehen. Noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Perfekt. Aktive Pause. Schnapp dir, komm in eine Liegestützposition, hohe Plank-Position. Und dann Shoulder Taps, stabile Liegestützposition und abwechslungsweise linke und rechte Hand auf die Schulter tippen. Dabei bleibt der Nacken gerade. Noch 10 Sekunden, vielleicht kannst du sogar deine Atemfrequenzen ein wenig reduzieren. Und noch 4, 3, 2, 1. Bleib hier gleich oben in der Position und dann wandere nach links und rechts neben die Matte, um einen Push-Up zu machen. Also wandere nach rechts,
Push-up, zurück zur Matte und nach links. Push-up und wieder auf die andere Seite. Push-up, zurück zur Matte und auf die andere Seite. Und Push-up. Danach gibt es eine längere Pause, das halt nochmal durchhalten. 15 Sekunden noch. Und Push-up. Noch 10 Sekunden. Gleich geschafft. Komm noch einmal durchhalten. Und 3, 2, 1. Sehr cool. Einmal Hände lockern und kurz für 30 Sekunden eine Pause. Du siehst hier schon die nächste Übung eingeblendet. Wir müssen das Band ein wenig höher platzieren. Das heißt so circa auf Hüfthöhe, wenn du stehst. Also ein bisschen weiter nach oben. Und dann machen wir hier einarmige Chest Flies. Das ist auch nochmal super, um unsere Rumpfmuskulatur zu stärken. Alles, was wir einseitig machen, unilateral, ist sehr gut, um unsere Rumpfmuskulatur noch einmal zu kräftigen. Genau, wie ich bereits gesagt habe, bringst das Band ein bisschen weiter nach oben. Circa auf Hüfthöhe, wenn du stehen würdest. Und dann rechter Arm ausstrecken, linker Arm zur Seite, durchgestreckt. Und dann bring ihn vorne zusammen. Je weiter du vom Ankerpunkt dich entfernst, desto intensiver wird die Übung. Blick ist gerade. Und konzentriere dich auch wirklich auf deine Brustmuskulatur. Wir sind hier isoliert drin. Und deine Rumpfmuskulatur muss aber auch arbeiten, damit du dich nicht einseitig wegdrehst. Schön langsam, nicht so schnell vom Tempo her. Es geht darum, möglichst viel Zeit unter Spannung zu haben, damit wir auch wirklich den Muskelwachstum fördern. Wechsel einmal die Seite. Nimm das Band in deine rechte Hand. Linke Hand streckst du nach vorne aus, rechte Hand zur Seite und dann bringst du die Hand wieder nach vorne und machst wieder Single Arm Flies. Noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Aktive Pause. Streck einmal deinen rechten Arm aus und dann mach leichte pulsierende Bewegungen, um so einen leichten Stretch in deiner Brustmuskulatur zu erzeugen. Ja, super, wenn man kurz daran gearbeitet hat. Brustmuskulatur ist aktiv und wenn man so einen leichten Stretch reinbekommt, ist es einfach nur, fühlt sich das meistens ziemlich gut an. 3, 2, 1. Du kennst die Übung bereits, nur dieses Mal. Wir machen wieder dieselbe Übung. In die linke Hand das Band und dann nach vorne und in der Endposition hältst du die Kontraktion für circa 3 bis 4 Sekunden. Bringst die Hand wieder zurück. In der Endposition halten, Brustmuskulatur noch weiter zusammendrücken und dann wieder nach außen. Bring die Hände zusammen, Brustmuskulatur zusammendrücken, fest anspannen und wieder nach hinten. Und nochmal nach vorne, fest zusammendrücken und einmal Seiten wechseln. Nimm das Band in deine rechte Hand, komm wieder in die kniende Position. Linke Hand ausgestreckt und bring die rechte Hand nach vorne, zusammendrücken, Endposition, halten und wieder zurück, nach vorne und Kontraktion halten. Und nach vorne, Endkontraktion halten. 10 Sekunden hast du es gleich geschafft. Dann gibt es wieder eine längere Pause und nochmal nach vorne, Endkontraktion halten. Nach hinten und einmal Hände auslockern, Brustmuskulatur auslockern. Als nächstes machen wir Diamond Push-Ups. Das heißt, die Hände machst du mit den Fingerspitzen, machst du eine Diamond-Position und das Band platzieren wir oberhalb der Ellenbogen am Oberarm. Dadurch wird die Übung ein bisschen leichter. Wenn du dich fordern willst, kannst du das natürlich auch ohne Band versuchen. Und wenn du die leichtere Variante wäre, das Ganze auf den Knien zu machen, kannst du natürlich auch. Wenn du eine längere Pause brauchst, kannst du natürlich immer das Video stoppen. Ansonsten legen wir gleich los. Band knapp oberhalb der Ellbogen im Bereich des Oberarms. Fingerspitzen zusammen, Diamantenform und dann Push-Ups.
richtig explosiv nach oben drücken, in deinem Tempo. Noch 30 Sekunden, sehr intensiv. Du kannst auch zwischendrin immer auf die Knie gehen oder das Video anhalten. Noch 20 Sekunden, Rumpf ist fest angespannt, Gesäß ist fest angespannt. Ich rutsche auch schon mit meinen Fingern weg. Und dann noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr cool. Bleib in der Plank-Position. Wir halten oben. Aktive Pause. Ich weiß, es fühlt sich nicht wirklich wie Pause an, weil Plank allein ist schon richtig intensiv. Drück dich richtig schön aus den Schultern raus. Gesäßmuskulatur ist angespannt. Oberschenkel, Innenseiten, presst du zusammen. Und noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Bring das Band nach unten zu deinen Händen. Greif es mit beiden Händen. Mach wieder Renegade Push-Ups, das kennst du schon von dem Superband. Beine etwas breiter und dann abwechslungsweise Push-Up und linke Hand, linker Ellbogen zum Körper ziehen. Also es ist eine Liegestützposition in Kombination mit einer einseitigen Ruderbewegung, abwechslungsweise links und rechts und immer dazwischen wieder der Push-Up. Noch 7 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und lockern. Sehr gut. Dann gehen wir im Bereich unseres Trizeps. Wir machen Trizepsdrücken, stelle ich zur Wand, leichter Ausfallschritt, rechte Hand im Band und dann Trizepsdrücken nach hinten. Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule und das Schultergelenk ist stabil. Und wir wechseln auch schon die Seite. Nimm das Band in deine linke Hand und dann wieder Trizepsdrücken, linke Hand nach hinten ausstrecken. Das heißt, die Bewegung kommt nur aus dem Ellbogengelenk. Rumpfmuskulatur ist weiterhin angespannt. Und ruhig atmen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Aktive Pause. Nimm das Band mit beiden Händen. Rücken zeigt zum Ankerpunkt. Und dann machst du leichte pulsierende Bewegungen. Kommst leicht in den dynamische Brustöffnung. Hände hinter dem Körper. Und spüre den leichten Stretch in der Brustmuskulatur. Lass die Herzfrequenz ein wenig nach unten kommen. Als auch deine Atemfrequenz. Wenn du magst, schließ die Augen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und dann mit dem Kopf nochmal mit dem Körper zum Ankerpunkt und es nur leichte pulsierende Endbewegungen. Wieder Trizeps drücken mit leichten pulsierenden Endbewegungen. Ich nehme nicht mehr so einen großen Bewegungsausmaß wie vorhin, sondern leichte Bewegungen. Noch einmal die Seite wechseln. Auf der linken Seite stabiler Stand und nochmal 10 Sekunden pulsieren auf der Seite. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Wir haben nochmal eine kurze Pause von 30 Sekunden. Du siehst hier schon die nächste Übung eingeblendet. Wie ich gesagt habe, wenn du länger Pause brauchst, kannst du zwischendrin immer kurz auf Stopp drücken. Das Programm ist intensiv und gerade wenn du es das erste Mal machst, ist es mir lieber, du machst alle Wiederholungen und drückst zwischendrin mal länger Pause, als du es komplett durchmachst und die Ausführung nicht mehr schön ist. Und dann komm in die Ausgangsposition, stehende Position mit dem Blick weg vom Ankerpunkt, Band in die linke Hand, Ellbogen auf Höhe der Nase, Höhe der Augen und dann strecke deinen Ellbogen nach oben durch. Trizeps drücken über Kopf. Das ist die 16. von 18 Übungen. Es ist bald geschafft. Noch einmal durchpowern.
Wechsel die Seite, nimm das Band in die rechte Hand, Ausfallschrittposition, Ellbogen auf Höhe der Augen und dann Trizeps drücken über Kopf. Bewegung kommt nur aus dem Trizeps. Achte wirklich darauf, dass du auch deine Konzentration in deinen Trizeps lenkst, um isoliert hier zu kräftigen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Eigentlich brauchst du für die nächste Übung das Band nicht. Ich schnapp es mir trotzdem. Wir kommen gleich in eine tiefe Liegestützposition mit den Händen in Diamond-Position und halten das für 30 Sekunden. Wir sind schon dabei. Also wenn du jetzt noch nicht angefangen hast, schnell noch in die Position kommen. Tiefe Liegestützposition. Wenn du kannst, immer auf deine Knie gehen, wenn es zu anstrengend wird. Du kannst immer Pause drücken. Ansonsten noch 10 Sekunden. Ist richtig anstrengend. Brustmuskulatur brennt, Trizepsmuskulatur. Noch 3, 2, 1. Drück dich nach oben und sehr gut. Dann noch einmal das Trizeps drücken über Kopf. Ich mache es dieses Mal im Knien. Komm in eine kniende Position. Band in die linke Hand, Superband in die linke Hand und dann über Kopf. Leichte pulsierende Bewegungen. Ist nicht mehr so groß vom Bewegungsausmaß wie vorhin, sondern wir sind hier wieder leichter im Bereich der Endkontraktion. Wechsel die Seite, einmal in die Band in die rechte Hand und dann wieder pulsierende Bewegungen in der Endkontraktion. Noch für 12, hast es gleich geschafft. Letzte Übung. Nochmal Ausführung achten. 4, 3, 2, 1. Sehr cool. Einmal alles durchschütteln, alles durchlockern. Vielen Dank, dass ich meine Routine mit dir teilen durfte. Ich hoffe, du spürst deine Brust und deinen Trizeps genauso wie ich. Wie du weißt, ist es natürlich genauso wichtig, einerseits in die Kräftigung zu gehen, aber andererseits auch zu regenerieren. Deswegen habe ich dir 2 Übungen eingeblendet, die du mit dem Blackpool Ball 12 machen kannst. Da kommt er auch schon. Und zwar ist es einmal für die Brust und einmal für den Trizeps. Würde ich dir einfach empfehlen, 1-2 Minuten, gerne auch länger, so lange wie du möchtest. Und dann freue ich mich, dich im nächsten Video zu sehen.